Buongiorno, John Porno. Ja, willkommen zu einer neuen Folge Piper's Wave. Ein Grüß Gott von Dave und mir, ne? Gut Kick in die Runde. Wir machen heute einen kleinen Tabaktest. Wenn ihr das Video seht, das kommt am Freitag online. Dem Freitag in... Also sprich, in drei Tagen. In also drei Tagen, genau. 20. Wir haben jetzt kurz vorher schon das Wahrheit- oder Dave-Video abgedreht. Das seht ihr danach die Woche auf jeden Fall. Zwei Wochen danach. Jedenfalls sehen wir das dann auch noch. Freut euch schon mal drauf. Ihr seht auf jeden Fall, das war super lustig. Also, finden wir. Das, ja, die anderen finden es auch. Also, es wird eine Perle der YouTube-Geschichte auf jeden Fall. Ja, wir haben uns heute hier zusammengesetzt, so ein bisschen Darkblend-Tabak zu testen. Wir rauchen hier mit der Bonnie aus dem Hause Genie. Mit dem Funnel. Von Oblaco. Okay. haben dann vierfach Alufolie drüber mit Außenlochung, drei Kohlestücke drauf, ganz normal. Testen wir ein bisschen den Black Orange, heißt der Black Orange? Den Black Orange aus dem Hause Adalia. Adalia Black. Black Ork. Es dürfen keine Früchte mehr genannt werden, deswegen nur der Black Ork. Black Ork. Jeder weiß, glaube ich, was damit gemeint ist, dass wir hier einen Orangentabak haben. Ja, wir sind hier bei sommerlichen 36 Grad noch nach Ladenschluss im Laden. Das erklärt hier auch mein krankes Fenerbahçe Istanbul Trikot. Naja, du musst dich ja dem Tabak anpassen, denn Adalia kommt ja bekanntermaßen aus der Türkei, aber aus Izmir. Ja, aber mit Fenerbahçe-Trikot macht man nie was falsch, alle türkischen Freunde da draußen. Das stimmt, Fenerbahçe. Forza Fenerbahçe. Ja, genug drum rumgelabert. Zum Setup habe ich schon ein bisschen gesagt, dann fangen wir einfach mal an, Dave, erklär den Leuten da draußen mal ein bisschen, was ist Darkblend, was macht Darkblend aus, wie du den findest, das Komplettpaket halt, ein bisschen zur Dose. Dave, erzähl euch jetzt einfach mal ein bisschen. Genau, ja, Darkblend. Wie der Name schon sagt, dark, schwarz, dunkel, wie auch immer. Meine Englischkenntnisse sind schon wieder sensationell. Ist einfach nur ein dunkler Tabak quasi. Also der ist wirklich pechschwarz. Der sieht aus wie Asphalt, kann man wirklich schon eigentlich sagen. Also so ein bisschen wie gerauchter normaler Tabak. Ist demzufolge auch stärker als normaler Virginia, den die anderen Hersteller so benutzen, die halt kein Dark Blend, also wie zum Beispiel der normale Adalia, die normale Adalia Line ist halt sag kein Dark Blend. Sag doch mal kurz was zum Nikotingehalt nochmal, Dave. Kommt doch noch. Okay. Immer mit der Ruhe. Ich hab's jetzt vorweggenommen. Genau, ja, ist, wie er gerade schon gesagt hat, nikotinlastiger als normaler Tabak, schmeckt auch, hat auch eine würzigere, rauchigere Grundnote und ist aktuell eigentlich so das, was bei mir jeden Tag durchläuft. Ich feiere den ja, man hat halt mehr so dieses Gefühl, dass man raucht und weniger dieses Puff-Gefühl, weiß ich nicht. Genau, wenn wir mal irgendwie zur Verpackung kommen, genau, können wir hier auch Aquamenta, ist ja auch eine Tochtermarke bzw. eine Untermarke von Adalia, können wir eigentlich im Prinzip die gleiche Verpackung eigentlich nehmen. Kommt auch in so einem Pappkarton dann in der Dose, wie Dave sie gerade schon ein bisschen in der Kamera gehalten hat. Genau, da drin ist nochmal ein Beutel, den halte ich auch nochmal in die Kamera. Ein ganz normaler Folienbeutel und da ist der Tabak dann drin. Ja, lass doch, ist doch erstmal egal, räumen wir auf. Oder das was? Räumt Eugen auf. Ich sagen, macht Eugen morgen. Das macht Eugen morgen, genau. Ja, mir persönlich schmeckt er sehr, sehr gut. Ist ein bisschen stärker, gerade bei sommerlichen Temperaturen, muss ich euch ehrlich sagen, so bei 36 Grad ist das nicht mein Favorite. Da kann ich auch andere Tabaksorten lieber rauchen. Gut, Dave ist ein hartgesottener Bruder des Tabakrauchens. Den juckt gar nichts mehr. Also der will den auch bei 40 Grad noch rauchen. Der wird noch eine Wüste rauchen, dem ist das scheißegal. Der ist auf jeden Fall ein bisschen stärker. Aber keine Angst, Freunde. Ich glaube, der ist für jeden was. Wenn man hin und wieder mal Shisha raucht. Also wenn ich zum ersten Mal rauche, würde ich den auch nicht empfehlen. Da würde ich jetzt nicht sagen, hey, kauft euch einen Dark Blend. Nee. Der haut schon ziemlich rein. Aber für Leute, die sagen, hey, ich brauche mal was Stärkeres. Diese ausgelutschten, normalen Sorten gehen mir ein bisschen auf gut Deutsch gesagt auf den Sack. Dann kann man auch mal zum Black Tabak greifen. Ist so, ist mal eine schöne Alternative. Genau. Wie gesagt, man hat ein bisschen mehr das Gefühl vom Rauchen irgendwo. Man merkt, dass was passiert. Orange erinnert mich natürlich so ein bisschen an den bekannten, jetzt darf man wieder nichts sagen, aber den bekannten, nennt man das an, die bekannte Limonade, aus die bekannte 2000 Jahre später. An die bekannte Orangenlimonade vom großen Hersteller. So eine leichte Note hat's. So ein amerikanischer Hersteller. Genau, gibt's so einen amerikanischen Hersteller, der auch Cola-Sorten vertreibt. Ich glaube, ihr wisst jetzt, wer gemeint ist. Nö. Ich finde ihn persönlich sehr, sehr lecker eigentlich. Ja, das stimmt. Also der war auch am Anfang, war der nicht ganz so fruchtlastig. Also hatte ich jedenfalls das Gefühl. Dann habe ich mir aber nochmal einen Tipp einfach geholt bei den Jungs von Adalia selbst, wie ich den am besten baue, weil ich meinte ganz ehrlich, der schmeckt bei mir irgendwie sehr holzig, man schmeckt irgendwie keine Frucht und dann meinten die ja,
dann bau den mal mit Alufolie. Deswegen bauen wir den jetzt auch mit Alufolie, weil ich immer mit Smokebox ganz am Anfang geraucht habe. Und seitdem ist das wirklich perfekt ausgewogen zwischen Frucht und dieser rauchigen, holzigen Note. Ja, ihr müsst halt wissen, der ist deutlich hitzeresistenter als normaler Tabak. Also wenn normaler Tabak anfängt zu verbrennen, dann legt der gerade erstmal los. Das heißt, ihr braucht da schon ordentlich Hitze drauf. Deswegen könnt ihr nicht einfach in einem Steinkopf rauchen, wie ihr es vielleicht normalerweise kennt, beziehungsweise in einem Tonkopf. Abgesehen davon, dass die Löcher dann auch zu werden, weil das Zeug wie Kleber ist. Fakt. Deswegen müsst ihr in einem Funnel bauen. Die meisten wissen tatsächlich nicht, wie ein Funnel gebaut wird. Die haben sich noch nie an die Funnel-Sache herangetraut. Also wenn ihr möchtet, dass wir ein Video zum Funnelbau abdrehen, dann sagt einfach Bescheid. Schreibt es in die Kommentare, ist das Einfachste. Ihr könnt natürlich auch auf der Facebook-Seite eine Message da lassen. Ihr könnt uns überall erreichen. Ihr könnt uns über den Piper-Shop erreichen. Wir sind da eigentlich jeden Tag im Laden. Und ansonsten ist Eugen hier. Genau. Den sehen wir eigentlich oder schreiben zumindest auch halt täglich mit ihm. Von daher lasst uns einfach bei Eugen Tipps. Am besten wäre es natürlich, wenn ihr ein bisschen Content in die Kanäle mit reinbringt, also sprich Kommentare schreibt oder so. Ich meine, da freuen wir uns ja natürlich auch drüber. Genau, bei unserem Ankündigungsvideo auf jeden Fall erstmal einen großen Dank dafür. Ja. Kein Dislike bis jetzt, also das soll euch jetzt auch nicht auffordern oder so, aber das ist, glaube ich, schon sehr, sehr gut angekommen. Ja, macht weiter so, lasst die Likes da, guckt unsere Videos. Wir würden uns natürlich freuen, wenn der eine oder andere kommentiert. Keine Sorge, das ist keine Schande, mal einen Kommentar da zu lassen. Es hilft uns einfach nur weiter, was ihr sehen wollt. Support, was ihr nicht sehen wollt, wenn... Also wenn ihr sagt, ey, das war todescheiß, das Video, das wollen wir nicht nochmal sehen, schreibt es in die Kommentare. Andernfalls, wenn ihr sagt, hey, das Format ist super geil, wie zum Beispiel das Fragenvideo, was online kommen wird. Genau. Seid gespannt, dann schreibt es auch in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt. So können wir euch am besten oder den bestmöglichen Content auf jeden Fall bieten. Nice. Ich habe immer noch meine... Du lässt mich jetzt endlich mal ausreden. Jedenfalls ist morgen Adalia Tasting hier bei Piper in der Burgstraße 14 in Lingen, Ems. Da könnt ihr vorbeikommen, da präsentiert Adalia nämlich die neuesten Sorten von Adalia Black, die neuesten Sorten von Aquamenta und die neuesten Sorten vom normalen Adalia. Und wenn ich sie jetzt nicht vergesse, ist das beim normalen Adalia, der Endless Flirt, der Strawberry Ice und der, und jetzt habe ich schon wieder, wie heißt der dritte? Strawberry Ice, Endless Flirt und Blue Dragon. Beim Aquamenta ist es der Lambrie, der Pineapple, also Ananas-Tabak, für mich aktuell einer der geilsten Sommertabaks, muss ich dazu sagen. Und der dritte ist der 18, also 18 Früchte-Mix. Und beim Adalia Black ist es der Gin Menta, der Lemon Pie, also ein Zitronenkuchen bei den Temperaturen. Nicht mein Fall, sage ich ehrlich, für den Winter ist der mega geil, finde ich. Und das dritte, der Strong Cane Mint. Also wem normaler Dark Blend zu schwach ist, da kommt von Adalia jetzt auch noch eine Strong Line. Der ist ja nochmal um einiges kräftiger. Den habe ich auch schon auf der Messe geraucht. Hat meinen Puls ein bisschen nach oben getrieben, muss ich ehrlich zugeben. Und Dave ist ein hartgesottener, also... Also was das eigentlich, ja, ich behaupte das jetzt wirklich, dass ich ohne Probleme Dark Blend rauchen kann. Aber der Strong Cane Mint, der hat mich schon ein bisschen Pipi in die Augen getrieben. Ein bisschen Pipi, ja. Also Eugen konnte den nicht rauchen. Da muss ich ja ein bisschen lachen. Genau, aber dann wollen wir das Video auch nicht weiter in die Länge ziehen. Lasst euch das nicht entgehen, von 13 bis 18 Uhr auf jeden Fall hier, Burgstraße 14. Ihr könnt alles durchprobieren. Wir haben jede Sorte da, ihr könnt alles kaufen. Dazu wird noch eine Pfeife verlost, das sollte man vielleicht jetzt auch mal sagen, auch wenn das Video dadurch vielleicht ein bisschen länger wird. Ja, nee, Adalia haut auch direkt einen raus, richtig, also Luca von Adalia ist auch hier, bringt eine Pfeife mit, die verlost wird. Da habt ihr auf der Piper-Seite bei Facebook wird auch gesagt, wie ihr das machen könnt, wir sagen es aber auch nochmal, kommt einfach heute bis 20 Uhr oder ansonsten morgen im Laufe des Tages vorbei, wie gesagt, bis 18 Uhr geht der Tasting Day und bis 18 Uhr habt ihr die Möglichkeit, pro Einkauf, den ihr tätigt, wobei nur ein Einkauf am Tag dabei zählt, also ihr könnt jetzt nicht 10-mal einzeln Kohle kaufen und kriegt 10 Lose, also es geht nur ein Los pro Tag rein. Kommt das Ganze jedenfalls in eine Urne und abends um 18 Uhr wird dann von Luca ausgelost, wer eine wunderschöne Adalia-Pfeife gewinnt oder eine Pfeife des Hauses ATH, was so viel heißt wie Adalia Tobacco Hookah, also ist es ja Adalia. Der Wert der Pfeife ist knapp 300 Euro, also ist glaube ich auch ein ganz nettes Gimmick. Ist eine handgefertigte Bowl, mundgeblasen quasi oder wie ich immer sage, handgeblasen. Und von daher, also ist in meinen Augen auch eine schöne Pfeife. Ja, wir würden uns freuen, wenn wir euch sehen. Sprecht uns dann auch meinetwegen an, wenn ihr sagt, ey Leute, ihr müsst das ganz dringend verbessern. Ihr macht das gerade total scheiße, gleich im ersten Video. Und ansonsten, wie gesagt, freuen wir uns auch über Lob. Ich hoffe, dass ich auch am Start sein werde. Also wenn ihr mit mir ein bisschen reden wollt, was natürlich wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, weil der will mit Rothaarigen reden. Fuck, Dave. Rothaarige sind ekelhaft und abstoßend. Zum Kotzen! Nein, wenn ihr mit mir reden wollt, wenn ihr mit Dave reden wollt, wir versuchen beide am Start zu sein, Dave auf jeden Fall, kommt vorbei, redet ein bisschen mit uns, gibt uns ein bisschen Feedback,
Holt euch Infos bei Luca von Adalia ein. So. Der, wenn er schon hier ist, dann löchert den ruhig mit Fragen. Der soll was zu tun haben. Da freut er sich immer. Ja, so ist es. Das war's von unserer Seite auf jeden Fall. Genau. Haben mein Auge juckt. Jetzt kommt dein Spruch. Stay tuned, auf jeden Fall. Ja, und da bleibt von mir eigentlich noch sagen, damit du weißt, was Bescheid heißt. Bis dann, ciao.